Zuletzt bei Ahead in Time. Der Niakusa Metro DLC, der zweite offizielle DLC der Ahead in Time Entwickler, wirft uns in eine riesige U-Bahn-Welt, gefüllt von Katzen und geleitet von einer Katzenmafia. Alle Sanduhren, die wir einsammeln, müssen wir leider an die Chefin der Mafia abgeben und wir erhalten dafür ein bisschen Bargeld. Es hält uns aktuell am Leben, weil wir nicht wissen, was die Mafia sonst mit uns tun würde, aber die Sanduhren würden wir doch irgendwann gerne zurückhaben. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ahead in Time im Niakusa Metro DLC. Ich weiß bis heute nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber irgendwie Niakusa klingt auf jeden Fall richtig. Ich weiß aber nicht, ob es da vielleicht eine andere Betonung für gibt oder so. Oh, ich wollte gerade sagen, ich sehe schon die Sanduhr. Nein, es ist nur das Ticket. Aber da oben ist die Sanduhr. Very interesting. Okay. So, dann kaufen wir hier mal für 20 Diamantenkapseln. Ich weiß immer noch nicht, was der offizielle Begriff dafür ist. Das grüne Ticket. Damit kriegen wir hier auf jeden Fall schon mal mehr Zugriff. Ah, jetzt komme ich da runter. I see. Ich weiß genau, wo es lang geht. So, jetzt ist noch die Frage, kann ich hier mit dem Cash noch irgendwas anderes machen? Komme ich hier noch irgendwo weiter? Und ich glaube fast ja. Denn wenn ich hier rüber gehe, komme ich doch gefährlich nahe an den Ort, wo wir gerade die Sanduhr gesehen haben. Hi. Oh, wow. Ich kann mir schon wieder Designs kaufen. Okay, warte mal. Das ist... Okay, Freunde. Hier gibt es so viele Skins. Ich werde auf jeden Fall nicht in der Lage sein, hier von diesen Dudes alles zu kaufen, ne? Warte mal hier. Friedlicher Anstieg. Erlebe Ruhe und Frieden, wann auch immer du tanzt. Oh, das mit dem Tanz habt ihr mir noch im Livestream erklärt, auf meinem Hauptkanal. Da habt ihr gesagt, yo, weißt du eigentlich, dass du tanzen kannst? Warte mal, das probieren wir jetzt gleich mal aus. Warte mal, ich habe jetzt hier diese weirden Farben an. Den kann ich mir leider schon nicht mehr leisten, aber dann kaufe ich mir hier noch diese Flammenkleidung. Und da bin ich erstmal ziemlich broke. Ich hoffe, ich kriege hier noch ein bisschen mehr Cash. Okay, das sieht aber auch irgendwie cool aus, das Design. Das mag ich. Und zwar immer, wenn ich oben und unten abwechselnd drücke. Oh, tschüss. Damn, wir sind einfach böse am Tanzen, Guys. Wie geil. Okay, das ist ziemlich cool, muss ich zugeben. So, und da geht's... Ah, hier geht's runter in die Kanalisation. I see. Deswegen hat auch die Bosskatze beim letzten Mal gemeint, dass... Ich nenne sie einfach mal Bosskatze, ne? Ich weiß nicht, heißt die vielleicht Niakusa? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wow, eine Robbe! Dass sie regelmäßig hier in der Kanalisation chillen. So, genau, da fällt man hier runter. Ah, ich muss den jetzt safe lenken. Oder? Genau, jetzt nehme ich den nämlich und lock den hier rüber. Und dann kann ich nämlich hier unten durch. Nein. Okay, Freunde, neuer Versuch. So, wir machen uns dreckig. Dann düsen wir hier runter. Kommt der mit? Ja. Hier. Und dann kann ich jetzt nämlich hier lang, ohne dass er mich wegbounced. Ausgetrickst an der Stelle, würde ich sagen. Okay, der hat nur Food, dass ich mich heilen kann. Ich glaube, das ist auch nur eine Food-Katze. Hier gibt es eine geheime Kombi. Oh, wow. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht Katsukare mit Schokokuchen? Kein Schimmer. Ist Kuchen und Katsukare eine besondere Kombi? Nein, ist sie obviously nicht. Okay, keine Ahnung, Alter. Ich bin doch in der japanischen oder asiatischen Fastfood Kultur nicht drin. Aber da muss ich jetzt wahrscheinlich dahin, ne? So sieht's aus. Okay, wir sind back. Also solange ich mich noch von A nach B bewegen kann, bin ich happy. So, ne? Ah, warte mal, wo muss ich denn jetzt hier lang? Warte mal, wo ist der Ray to go für uns? Ich sehe Nullinger, wo ich lang muss. Ah, da geht's rund. Lol. Ich vergesse immer, dass ich durch die Schienen fallen kann. Ach du Scheiße. Aha! Okay. So, und hier kann ich jetzt diesen Hut verwenden, um weiter nach oben zu kommen. Okay. Freunde, wir sind wieder am Start.
So, jetzt ist nur die Frage, ob ich da rüberkomme. Ja, komme ich. Und da warte ich jetzt, bis so ein Zug kommt, weil der mich eventuell auf den Zug draufschleudern kann. Genau. So habe ich das Ganze auch fast erwartet. So, und jetzt muss ich hier aufpassen. Oh, scheiße, es hat mich einmal erwischt. Aber hey, so weit, so gut. Der hat nur ein bisschen Food und Getränke und so Stuff. So, und da oben ist was. Freunde, da oben ist was. Ist das eine Sanduhr oder was anderes? Yo! Okay, das war cool. Nice. Jetzt müssen wir es natürlich leider wieder abgeben, Freunde. Wir kennen das Spielchen. Oh, nee. Wir gehen es jetzt sogar selber abgeben. Then why did I find your cat hair on it? Oh shit, man. Er hat den gerade einfach umgebracht. Alter. Bleib mal entspannt. Well done. My organization can always use more people like you. Ching. There's a place for you here, provided you don't disappoint me. Still, I hear my little collection isn't quite and be thorough. Leave no stone unturned. Okay. Und wir sollen weiter in die grüne Region gehen. Ich gebe mein Bestes. Okay, da. Genau. Irgendwie gehe ich nie den Ort, den das Spiel von mir erwartet. Den Weg, den das Spiel von mir erwartet. Kann das sein? Ich habe das Gefühl, dass ich immer erst irgendwie die Sanduhr einsammle, die das Game jetzt nicht unbedingt von mir erwartet. Aber hey, alles gut. Wir machen es mal wieder kurz schmutzig. Dass der Kollege uns hier hochbounced. Genau. Und ich muss es irgendwie hier einen entspannten Weg nach oben finden. Komme ich da irgendwie hoch? Ah ja! Hier sind Bouncer. Oder? Nee, warte mal. Ich glaube, den Weg bin ich gerade gegangen. Oder nein. Oh. Guys, ich bin confused. Aber wir schauen mal. Hier war ich vorhin. Und dann habe ich, glaube ich, gesagt, ja, ich will irgendwie da drüben hoch und dann bin ich da hinten abgebogen. Ich glaube aber, das ist gar nicht der Weg, den das Game ursprünglich für mich vorgesehen hatte. Okay. Wo muss ich jetzt lang? Was ist der neue Ray? Ah! Hier hoch. Ich glaube, das ist der Ray. Ja, ja, Freunde. Das ist der Ray. Oh yeah. Und schon sind wir wieder auf neuen Wegen unterwegs. Was passiert, wenn ich jetzt hier rein oder runter gehe? Ich muss das jetzt einfach mal nachschauen. Okay, damit geht das auf. Oh mein Gott, hier geht's richtig weit runter. Ach du Scheiße. Freunde, wir probieren's. Fuck it. Wir müssen es ausprobieren. Hier brauche ich sogar ein gelbes Ticket. Hi. Oh Gott, der hat schon wieder neue Farben. Yo! Wie viele Outfits es hier einfach gibt. Eigentlich kommt doch niemals so viel Geld dran. Jetzt bin ich in der gelben Station. Nee. Okay, heißt das einfach, dass das hier eine, also eine Abkürzung von der gelben zur grünen Station ist? Ist das damit gemeint? Voll geil, wie man hier hochgebounced wird. Ich feiere das. I don't know. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was die hier von mir erwarten, ne? Wir schauen einfach mal. Solange ich hier auf einem neuen Weg bin, bin ich zufrieden. Ne? Solange wir immer Progress machen und neue Dinge sehen. Wow, warte mal, das bounce mich jetzt aber nicht instant darüber, oder? Als ob die Sanduhr so einfach zu kriegen ist. What? Vor allem, wir haben jetzt einfach schon 5. Ne, und es gibt ja nur 10. Scheiße, nein, ich will nicht schon die Hälfte durchhaben. Was macht so Spaß? You know the deal. Give me here. Ist immer so, na, really? Aber ich fühl's. Ich fühl's, Headkit. Das ist, glaube ich, sehr, sehr frustrierend. A fifth. You continue to surprise me. Und kching! Are you enjoying your stay in my metro? There's people from all over here.
It's the perfect place for a little lying, a little cheating, a little stealing. You've almost earned yourself a real cut of the action here. Oh ja, wir haben uns was verdient. Sehr schön. Und als nächstes geht's hier runter. Richtig. Und das wusste ich auch schon, weil wir hier schon mal waren und gesehen haben, dass uns da was fehlt. Und als nächstes brauchen wir jetzt auf jeden Fall das Ticket. Okay, boah, aber jetzt mal ohne Spaß, ne? Die Welt ist so schön gemacht. Es ist so liebevoll gestaltet und so bunt. Und die ganzen Katzen und... Guys, wirklich schöner DLC. Gefällt mir extrem gut. Okay, hier im Blauflossentunnel gibt es nur eine Sanduhr. Und das Ticket. Und wenn man hier so runterslidet, da kommt man mal richtig weit. I like. Oh, wow. Okay, ihr dürft euch direkt verziehen. Haben wir uns verstanden? Boah, die boxen mich. Verzieh dich, du Sau. Okay, da muss ich, glaube ich, einfach dann runterdroppen. Genau, weil ich durch die Schienen falle, Freunde. Ich erinnere mich. Natürlich. Hi. Oh, scheiße, das ist noch eine unsichtbare Katze. Oh, was für eine Drecksgegend hier. Unfassbar. Saftladen vor dem Herren. Ich sag's, wie es ist. Okay, kommen hier Züge? Ja, hier kommen Züge. Aber ich glaube, in so einem Abstand, genau, dass ich es schaffen kann. Jetzt müssen wir quasi schneller sein, als die Züge fahren. Aber ich gebe mein Bestes. Sehr schön. Oh, da fliegt eine Katze. Und da müssen wir sehr aufpassen, weil diese Katzen uns gerne halt auch weit wegstoßen. Und dann stoßen sie einen gerne mal vor den Zug und dann verlierst du viele Leben innerhalb kürzester Zeit. Ist ein bisschen schwierig. So, hier ist noch ein Sticker. Sehr geil. Okay, sonst ist hier aber nichts mehr. Nee. Dann müssen wir jetzt quasi hier aus der U-Bahn-Station raus. Und zwar, bevor der nächste Zug kommt. Und wir sind... Oh Gott. Wir sind wieder am Start. Ist da oben wieder so eine Katze, die uns boxen will? Ja, nee, eine Ratte ist das. Okay, keine Katze. Warum chillen hier Ratten? Das ist eine U-Bahn-Station voll mit Katzen. Und hier leben einfach noch Ratten und Mäuse. You serious? Okay, warte mal, da kann ich mich dreckig machen. Ah, dass der mich dann da hochbounce wahrscheinlich, oder? Schauen wir mal nach. Oh, wow, da oben ist ein Geschenk. Hallo? Nochmal hier so eine Kette. Ja, das heißt, ich muss jetzt hier auf die Fresse fliegen. Zack. Und dann kommt der Dude. Will uns putzen. Und bounce uns dann hier hoch. Yeah. Warum habe ich eigentlich mein Magnetding nicht an? Ich hab immer noch diesen Frieden, wenn ich tanze. Nein, ich will mein Magnetmodul. Verdammt. Ich liebe es, hier das einsammeln zu können, ohne dass ich da direkt durchlaufen muss. So. Oh, das war ein bisschen dumm. Ich düse jetzt hier einfach mal. Und solange wir noch in irgendeiner Art und Weise Progress machen. Das ist doch eine gute Sache. Ist das eine Leiter gewesen? Nee, das sah nur so aus. Okay, wahrscheinlich muss ich hier auf einen Zug hoch. Deswegen ist der Zug hier auch ein bisschen länger, dass man hier ein bisschen mehr Zeit hat, schätze ich. Komme ich hier durch? Ja. Okay. Wie gesagt, solange wir noch Progress machen, bin ich cool damit. Ah, und hier muss ich jetzt immer so zwischendurch. Das hat schon fast so Subway-Surfer-Vibes. Wie mir der ganze Bildschirm wackelt und dieses Zugtröten kommt, wenn da diese Katzen kommen. Beziehungsweise diese Züge. Ne? Das sind ja nicht direkt Katzen, das sind auch Katzen und Züge. Okay, hier nehme ich, glaube ich, den Zeitlupenhut. Genau, weil hier die Züge sonst zu schnell kommen. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, was hier der passende Hut für uns ist. Ich will aber, by the way, meinen Hoodie wieder anziehen. Ohne Witz, der Hoodie ist einfach mit Abstand das beste Kleidungsstück. Einfach Hoodie tragen. In einem Jump'n'Run-Game. Ich finde es so großartig. Wirklich. Okay, so. Hier gibt es hier nur zwei Züge? Ja, scheint fast so, ne? Oh, aber da droppe ich. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Mhm. Und nochmal. Zack, sehr gut. So, ihr dürft euch instant verziehen. So, die haben mir alle Sachen zu verkaufen. Never ever habe ich genügend Geld, hier an alles ranzukommen. Okay, hier muss man ordentlich farmen.
So, Beeilung. Yes. Ein Ticket bitte. 20 für ein Blauflossen-Ticket. Sehr schön. Erlaubt uns auch in der Hauptstation natürlich weiterzukommen. Und ist eines der beiden Hauptcollectibles. Hier. Und genau mit dem blauen Ticket komme ich jetzt auch in die pinke U-Bahn-Station. So, das Ding ist aber, dass ich jetzt damit noch nicht 100% glücklich bin. Ich glaube, ich muss hier auch auf den Zug rauf, um dann weiterzukommen. Ja. Oh, what? Warum bist du nicht geklettert? Okay, scheiß drauf. Musst du nicht. Oh, hier ist nur eine Scherbe. Eine von 6. Oh, shit, guys. Okay. Da bin ich jetzt gespannt, wo ich das alles mir noch zusammen mogeln kann. Ey! Die haben mir vor allem so eine Scherbe geklaut. Also was echt Wichtiges. Danke. Verzieht euch, verdammte Kacke. Was ist das hier für Straßengang-Schlachten, die hier stattfinden? Ne? Und da ist noch einer. Den hieten wir instant. Sehr schön. Alter, wenn ihr so eine Sanduhr wollt, dann sammelt sie euch selber zusammen, ihr faulen Schweine. Da vorne ist nochmal ein Sticker. Und auch nochmal so ein Stück. Aber voll cool irgendwie, jetzt hier so ein Hub zu haben, wo du halt Sachen sammeln musst. Beziehungsweise diese... Geh da hoch! Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Wow. Ich glaube, da kam gerade der Zug und der macht meine Kamera komplett broken, ne? Sehr gut. Direkt so ein Hub, wo du halt viele Sachen sammeln musst. Während hier so ein Zug immer reihum fährt. Das ist wie so ein Spielzeugzug. So, du kommst her. Sehr schön. Wir müssen, by the way, immer noch diesen Sticker finden, ne? Der auf unserem Raumschiff versteckt wurde. Wir haben ja irgendwie so gesagt bekommen, ja, irgendwie ein geheimer Sticker ist auf Headkids Raumschiff jetzt. Suche ihn. Da bin ich auch noch gespannt, ob wir den finden. So, 4 von 6, Freunde. Wo sind hier die letzten beiden? Ja, wahrscheinlich muss ich hier dann mal nach oben, ne? Da oben! Oh, da muss ich Hochwandsprung wahrscheinlich, oder? Oh, Kamera, please. Aber ich habe doch jetzt diesen Modus ausgeschaltet, dass die nicht mehr zoomt, oder? Das haben wir doch beim letzten Mal gemeinsam gemacht. Verdammte Scheiße. Sehr schön, Nummer 5. Und dann müssen wir jetzt noch Nummer 6. Vielleicht bin ich jetzt hier sogar schnell genug. Ja. Oh, Scheiße. Ich kann nicht hüpfen. Ich konnte nicht hüpfen. Ich wurde einfach gegen dieses Schild gerückt. Also wie gesagt, die Mechanik auf den Zügen selber, die ist ein bisschen weird. Wie gesagt, ich glaube, das soll halt so Momentum darstellen. Aber irgendwie wird man da einfach nur ganz komisch rumgeschleudert, was meiner Meinung nach nicht so viel mit Momentum zu tun hat. Aber alles gut. Gerade mit dem Zeitlupenhut kann man sich hier ein bisschen entspannen. Das sind ja nur ganz wenige Momente. Geil! Damit hätten wir die Sanduhr. Good job. Und damit auch die blaue U-Bahn-Station abgeschlossen. Hey guys, was geht? Oh, muss das frustrierend sein. Scheiße. Oh yeah. Bald sind keine mehr übrig. Und fching, auch immer der Hip-Hop-Beat, der hier läuft. Ich feiere das voll. Ein Warentransport? Okay, eine noch, dann ist sie ultra reich. Okay. Jemand neben mir mag die Katzen. So, pinke U-Bahn-Station, ne? Das ist dann wahrscheinlich das hier vorne. Das sieht mir nämlich sehr, sehr, sehr pink aus. Aber ich brauche das pinke Ticket. Nee, hier brauche ich das pinke Ticket. Moment mal. Dann muss ich... Warte mal, war das hier? Ja, genau, hier brauche ich das blaue Ticket dann. So sieht's aus. Und pinke Pfotenstation hat wieder 2. Oh, wow. Hi. Okay, hier geht's nicht für mich weiter. Doch. Wow. Okay. Ich bin am Start, Freunde. Ah, das ist... Oh, scheiße. Das sind jetzt 2, die so nebeneinander düsen. Okay, das schaffe ich. Wow, aber die sind nochmal deutlich knapper als die ich davor hatte. Boah, das ist fucking gruselig, Mann. Weil das echt knapp bemessen ist. Boah. Das war gruselig. Ach du Scheiße.
Aber hey, wir haben es geschafft. Immer dieser Sound. Der macht es nicht besser, Mann. So, jetzt muss ich darüber, darüber, dann darüber. Muss ich mal aufpassen. Sehr, sehr cool gemacht. Okay, jetzt muss ich da rein. Scheiße, das wurde ich einmal getroffen, aber was soll's. Wir sind ja auf jeden Fall auf einem Weg. Na, das ist gut. Wir machen auf jeden Fall Progress. Da oben sehe ich nochmal einen Sticker. Good job. Ah, und jetzt bin ich hinter der pinken Absperrung. Das ist cool. Ich bin hinter der pinken Absperrung, obwohl ich nicht mal das pinke Ticket habe. Seems legit. Aber da will ich nicht drüber, Freunde. Wenn ich da jetzt drüber düse, bin ich am Arsch. Okay. Ja, dann machen wir einfach mal weiter. Ich meine, es scheint ja obviously was zu geben für uns. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Wow, aber hier ist eine Kanalisation. Oh, damn, Alter, ich verliere so den Überblick, was hier abgeht, ne? Nee, nee, ich lasse die Kanalisation jetzt mal Kanalisation sein. Da vorne ist noch mein Sticker. Sehr gut. Warum auch immer die existieren. Und dann mache ich jetzt instant hier. So. Genau, dann hier hoch. Und dann da weiter. Ich merke mir, dass es hier noch eine Kanalisation gibt. So, Zeitlupe regelt hier auf jeden Fall für uns. Oh, ach scheiße, da ist ja Abgrund. Da hätte ich direkt drüber gemusst. Nee, da reicht meine Distanz noch nicht. Kacke. Okay, warte mal, jetzt. Sehr schön. Und damit komme ich jetzt hier hoch. Top-Sache. Und bei der Kanalisation kann ich mir vorstellen, dass dann da der zweite Hut ist. Oh, weiter. Puh, Alter, das ist immer so knapp, was hier abgeht. Goddammit. Und immer mit diesem Sound. Übler Stuff. Oh, ich glaube, das ist die Katze, oder? Oder ist das Snatcher? Ah, oh, nein, das ist Snatcher. Der Facepalmt. Kann ich mir gar nicht erklären, warum, Freunde. So, da komme ich nicht durch. Das heißt, für uns... Ja, doch. Steppen wir jetzt hier lang. Und das wird mich dann hoffentlich schon mal zur ersten der beiden Sanduhren führen, die es hier gibt. So, mal aufpassen. Da geht's weiter hoch. Ich mag die Jump-and-Run-Einlagen hier. Ich finde den DLC bisher großartig. Richtig, richtig gutes Plattforming, meiner Meinung nach. Eine geile Welt. Hat wirklich so ein bisschen Splatoon-Vibes. Ne, so schön bunt, ein bisschen weirde Elektronik. Einfach dieser Japano-Vibe. Oh, scheiße. Nein! Oh, wow. Okay. Also hat wirklich Octo-Expansion-DLC, ne? Und jetzt auch hier mit diesen grellen Farben. Finde ich schon geil. So. Okay. Ich glaube, dann dieses direkt darüber. Ist da drüben die Sanduhr? Nee, da ist das Ticket, glaube ich. Da ist das Ticket. So, jetzt muss ich halt einfach schauen, wie ich hier am besten bounce. Okay, ich habe es herausgefunden. Ganz easy. Zack. Für 20 Diamantenkapseln wieder eine Karte. Sehr schön. Da muss ich jetzt auch nicht mehr diesen umständlichen Umweg gehen, den ich vorhin gegangen bin, sondern kann es einfach direkt durch die Tür steppen. Und da drüben ist noch ein Riss-Token. Ja, den nehmen wir uns doch easy mit. Das ist doch hier mit dem Hut gar kein Stress. Natürlich nehmen wir uns den mit. Und da ist sogar noch mal ein Sticker. Cool. DJ Grooves, der ein bisschen sauer ist. So, hier machen wir das Slow-Mo. Alles entspannt. Und ich nehme jetzt einfach mal dich. Ich habe keine Ahnung, wo du mich hinbounce, aber es wird schon irgendwas nützen. Und da drüben ist die Sanduhr. Da drüben ist die Sanduhr. Ah, shit. Okay, ich kapiere. Ich dachte, ich müsste jetzt wieder auf die Züge hoch. Dahin! Oh, das war so knapp. Oh mein Gott, ich hätte fast nicht X gedrückt. Dann wäre ich nicht darüber geschwungen. Aber wir haben sie. Eine weitere Sanduhr. Das geht mir viel zu schnell, Freunde. Ah, das ist so ein schöner DLC. You know the deal. You know the deal. Duk, duk. Nicht runterfallen lassen, Leute. Hey. Das ist wertvoll. Oh, kommt jetzt dieser Warentransport? Oh, da kommt wieder das Cash. Things you want to do when you're older?
keep being useful, and there won't be much outside your reach. Damn, die macht uns hier ordentlich Hoffnung, ne? Aber ist jetzt schon ihr Warentransport, von dem sie geredet hat, oder noch nicht? So, hier waren wir ja schon. Der Gullideckel ist jetzt unser nächster Ray to go. So. Die pinke Barriere ist hier vorne. Dann schauen wir doch mal, was es jetzt hier für uns zu tun gibt. Der war, glaube ich, relativ hier gleich, ne? Genau. So. Dann schauen wir doch mal, was es hier unten gibt. Oh, hinter mir ist eine Leiste, Freunde. Ihr seht das kaum. Da ist eine 15. Ah, okay. Ich muss 15 von diesen Energy Balls hier aufladen. Dann ist irgendwas. Ich weiß nicht was, aber dann ist irgendwas. Und die gibt's wohl hier immer in so Dreierkombinationen, wenn ich das richtig sehe. Okay, so. Jetzt muss ich wahrscheinlich da oben auf den Zug. Okay. Rüber. Okay, jetzt haben wir 15. Ah, und damit geht diese Barriere hier auf. Haha, voll geil. Oh, und da drüben ist... Oh, da habe ich 100, Freunde. 100 Stück. Goddammit, Alter. Jetzt geht's los. Alles klar. Dann schauen wir mal, was das Spiel hier für uns zu bieten hat. Aber unser Magnetmodul hilft uns hier auf jeden Fall. Das muss man sagen. Okay. Ich will hier noch nicht so viel von diesen Lebensdingern einsammeln. Die will ich mir eher noch sparen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass mir das ein oder andere Mal auf die Fresse kriegt. Und ich meine, es gibt hier auch obviously eine vorgefertigte Route, wo das Spiel sagt, jo, geh hier lang und hier lang, dann findest du alles, was du brauchst. Du musst einfach sehr, 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 sehr vorausschauend spielen. 32 haben wir schon. Mhm, so, ich bleib auf der pinken Bahn. Okay, aber jetzt gibt es hier nichts mehr Neues für mich. Okay. Wo muss ich absteigen? Muss ich auf die gelbe Bahn? Ja, wahrscheinlich, ne? Ich gehe wieder auf gelb. Yes. Okay. Muss hier sehr aufpassen. Ich steige hier auch ab. Okay, auf blau. Wir machen weiter. Keine Ahnung, ob es hier exakt 100 gibt. Aktuell haben wir 57. Ich versuche ja immer auf dem Laufenden zu halten. Und dann schauen wir mal. 61. Solange es hier noch Stuff für mich gibt, alles nice. Okay, auch hier haben wir noch alles bekommen. Jetzt wieder darüber. Jetzt auf den Kollegen hier drauf. Nein! Scheiße! Okay, wir sind wieder am Start. Oh, shit. Den Kollegen hier brauche ich. Okay, und jetzt wieder schleunigst hier hoch. Scheiße. Okay, jetzt hat er mich rasiert. Ärgerliche Momente. Hey, aber wir haben 82 schon. Ich glaube, 82 ist eine gute Anzahl. Die Frage ist jetzt nur, wo wurden wir abgesetzt? Also, wo geht es jetzt für mich weiter? Ah, wir sind wieder hier. Nee, dann passt es ja vollkommen. Okay, sehr fairer Checkpoint. Sehr fairer Checkpoint. 85 nach denen hier. 88 nach denen hier. So, und jetzt ist halt die Frage, was müssen wir tun? Hier ist noch nichts, nein. 12 Stück fehlen uns noch. Wo sind die? Ich steig mal wieder auf die gelbe Bahn hier auf. Zack. Ich schaue mich mal so ein bisschen um. Vielleicht hier bei blau? Nee, oder? Nee, ich fahre mal die gelbe weiter. Ja, genau, wir sind ja hier abgestiegen. Zack. Noch 8 Stück, Freunde. Da kommen nochmal welche. Noch 4. Irgendwo muss eine 4... Da drüben! Okay, es gibt mehr als 100, sehe ich gerade. Es gibt mehr als 100. Okay. Und dann machen wir hier... Zack. Zack. Und damit sollte jetzt, richtig, die Barriere hier in der Mitte geöffnet sein. Und da müssen wir jetzt nur noch zurückkommen. Ich düse einfach mal hier weiter. Runter. Ah, shit. Okay, wie komme ich in die Mitte, Guys? Ah, da muss ich auf den Bouncer drauf. Oh, scheiße.
Schwierige Momente. Scheiße, Mann. Okay, okay, neuer Versuch. Zack. Yes. Und dann hier drauf. Und dann einfach ab durch die Mitte. Und dann sind wir am Start und haben hier die nächste Sanduhr. Crazy! Good job! Aber leider müssen wir sie wieder abgeben. Sage. Na, Dick, kiddo, you know the deal. Hand it over. Mann, die beiden gehen mir auf den Sack. Die fühlen sich so krass, ne? Obwohl wir die ganze Arbeit machen. Ein achtes. Oh, wie passend. To you, it means more money. I told you I would make you rich, and I wouldn't lie to my own. Now for me, well, that's my business. I will call on you if I need your skills again, child. Oh, what? Now, enjoy your earnings. I have places to be and preparations to make. Okay, was für Preparations machst du? Okay. Irgendwas in diesem Store. Oh, 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 oh. Wir müssen ihr jetzt folgen. Sie hat ihren Store verlassen. Na, da bin ich mal gespannt. Was auch immer das ist, wir sehen es beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Vielen lieben Dank an Sören Komora und Lord Ryoma für euren immer noch dicken Support mit der großen Kanalmitgliedschaft. Danke euch.